Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Windrad 2011. Und jetzt viel Spaß beim folgenden Video. Jo, Hallöchen! E53-891. Hier stehen vier E53. Die trudeln alle nur, beziehungsweise sie stehen sogar komplett. Der Wind ist einfach zu schwach. Heute ist echt eine Windflaute. Ja, ihr seht da die vierte. Eins, zwei, drei, vier. Und ja, da hinten, schön zu sehen, sind drei Vestas. Die stehen da auf dem Berg. Ich kann ja mal gucken, ob ich da jetzt zeitlich noch hinkomme, wenn ich schon in der Ecke bin hier. Das sind noch etwa 10 Kilometer oder was von hier. Und da hinten stehen auch noch mal drei. Zu denen fahre ich jetzt aber nicht mehr heute wahrscheinlich. Da hinten, neben dem Baum da. Ja, könnt ihr gerade so sehen. Ich kann ja mal ranzoomen. Moment. So, jetzt seht ihr's, oder? Da stehen drei, das sind keine Enercon. Und da stehen drei... Warte. Ja, ihr seht sie. Drei Vestas. Ebenfalls Flaute. Nichts dreht sich. Schade eigentlich, aber... Was willst du machen? Die trudelt ein wenig. Aber naja, jetzt willst du mal, ich gehe jetzt mal wieder hier runter, ne? Achtung! Nichts, aber da schon. Seht genau hin. Die Flügel bewegen sich etwas. Seht ihr, jetzt ist der Flügel unten. Vorhin war es noch nicht. Ich sag ja, die trudelt. Hier. Boah. Stich das, ey. Bin gerade gegengekommen. Nichts Wildes. Ja, und die steht sogar außerhalb der Windrichtung. Wenn wir mal die anderen beobachten, die stehen alle darüber. Doch die andere steht darüber. Das heißt, sie ist genau entgegengesetzt. Ja. Ja, nochmal. Vestas. V112 oder V126 irgendwie so. Ja, ich muss gleich mal gucken, ob ich da überhaupt hinkomme. Mein Handy ist nämlich gerade ausgefallen, hängt an der Powerbank und ich hoffe, dass es gleich wieder angeht. Ja, der Akku ist leer. Ja, hängt an der Powerbank, die hat noch etwas Saft, da hängt es jetzt dran und ich hoffe, dass ich es dann gleich wieder anmachen kann, um mit OpenStreetMap Navigation weiterzufahren. Hinten, seht ihr sie? Hinweis, soweit ich weiß, kann man auch diese drei Windräder, dass da die Flügelspitzen aus dem Wind gepitcht und die anderen sind im Wind gedreht. Drei Stück, die hier rüber stehen, bis auf eine. Und ja, die kann man aus der Bahn sehen. Aus der Südbahn, wenn man in Bad Oeynhausen Süd startet. Die nach Hameln, diese Bahnstrecke da, ne? Und da aus der Bahn kann man die sehen, wenn man von Bad Oeynhausen kommt, fahrt Richtung links. Wenn man von Hameln kommt, Fahrtrichtung rechts.
Wahrscheinlich, wenn man genau hinguckt, kann man auch gerade noch diese E53 hier sehen. Weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Aber naja, wir sind hier in der Nähe. Da hinten rüber ist es. Hessisch-Oldendorf. Nein, nicht preußisch. Habt ihr das gerade falsch verstanden? Hessisch-Oldendorf. So. Ne? Und ja. Ja, bei den Westers passiert auch nichts. Na, ich hoffe, dass gleich mein Navi wieder anspringt. Also mein Handy. Etwas Glück kann ich dann gerade noch dahin. Aber von da muss ich dann wortwörtlich wieder nach Bad Oeynhausen. Wenn ich mal auf die Uhr sehe. Oha. Ja. Ja, ihr könnt es jetzt nicht sehen, weil ich so nah rangezoomt habe. Aber es ist 16.17 Uhr, steht da drauf. Ja. Schon wieder ganz schön spät geworden. Ja. Ob ich dann gleich überhaupt noch zu den Westers komme? Ich glaube nicht. Zeitlich, glaube ich, haut das nicht mehr hin. Eigentlich war ich auf dem Weg zu zwei anderen Windkraftanlagen, die eigentlich hätten im Bau sein sollen. Zwei Nordex N131 oder was, in der Nähe von Rinteln, hinter Rinteln von Bad Oeynhausen aus gesehen. Und ja, aber als ich so 4,5 Kilometer davon entfernt war, habe ich nichts gesehen. Als ich 4,5 Kilometer von den E53 entfernt war, konnte ich die sehen. Also ich habe von den Nordex keine Spur, kein Kran, kein Turm, der in der Höhe ragt, nichts, kein gar nichts von diesen zwei. Also von daher. Und dann hat Lebro mir mal einen Vorschlag via WhatsApp gemacht. Ja, sagt er, es gibt Westers, die stehen bei Hameln in deiner Nähe. Na, das sind diese drei da. Ja, die stehen da wohl auf dem Berg. Ja, aber bis dahin waren es von dem Standort, an dem ich war, 4,5 Kilometer entfernt von den neuen Nordex, diesen zwei Stück. Na, von da aus war es noch etwa 22 Kilometer bis zu den Westers. Ich hab gedacht, nee, das kriegst du bestimmt nicht mehr hin, oder? Ja, und dann habe ich ihm geschrieben, nee, sag ich, nach Hameln komme ich heute nicht mehr. Ja, und dann hat er geschrieben, ja, oder hier südlich von Hessisch-Oldendorf stehen 4 Enercon. Kannst ja mal gucken, ob du hinkommst, ne? Ja. 13 Kilometer, ich dachte, okay, das schaffe wohl noch. Ja, und jetzt bin ich tatsächlich hier und ja, E53, ja, heute mal bei Flaute, ja, selten, aber naja. Vielleicht wird es doch noch ein Windkraftsommer. Windkraftsommer in dem Sinne, ich fahre zu Windkraftanlagen, so wie jetzt. Ich weiß es aber noch nicht. Oh, die Westers trudeln auch. Sehe ich gerade. Die stehen anders als vorher. Die Riesenteile da. Ja. E53. Viermal. Ohne roten Ring, ohne jeweils einen roten Streifen, also komplett weiße Rotorblätter. Das deutet darauf hin, dass sie kleiner sind. Alle vier sind so weiß, ja, wie ein Solarmodell, genauso weiß, ja. Das Solarmodell, wenn man es gerne in anderen Farben hätte, muss man es erst dementsprechend lackieren und anmalen. Und ja, sonst kommen die Solarmodelle halt nur so weiß. Ne? Ja. Blick auf Westers. Ich gucke mal, ob ich gleich doch noch dahin fahre, aber wie gesagt, ich weiß es noch nicht, ja. Erst recht, weil es dann da auch noch bergauf gehen soll.
Muss ich mal gucken. Ja, würde mal sagen, ich mache mich dann mal wieder auf die Socken und düse weiter, in Hoffnung, dass mein Handy wieder anspringt. Jo, sollten wir uns nicht mehr sehen, dann sage ich jetzt Tschüss. Schön, euch Windräder nochmal gezeigt zu haben. Drei verschiedene Hersteller wahrscheinlich sogar. Das da hinten könnten Nordex oder was sein, ältere N60 oder so. Na, das ist ein E53 und da hinten könnten Vestas V100 12 oder 126 stehen, meine ich. Das sind drei unterschiedliche Hersteller, die man direkt hier an den Enercon sehen kann. Enercon selbst und noch zwei andere. Na. Na. Okay, dann sollten wir uns wirklich nicht mehr sehen. Ciao mit V. Ansonsten bis gleich. Vergiss das Abonnieren nicht. Ebenfalls die Abo-Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video spätestens wieder. Vielleicht auch noch gleich, aber wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Ciao mit V. Nochmal Blick über die Anlagen zuletzt. Und ciao. Jo. Nochmal die V126er. Aus der Perspektive. Ich kann leider nicht weiter runtergehen. Da unten steht ein Auto. Aber hier gibt es auch ein Problem. Seht ihr? Wenn ich da jetzt durchgehe, könnte gleich das Tor zu sein und dann bin ich hier quasi eingeschlossen. Im Auto könnte auch ein Aufpasser sitzen oder was? Ich habe keine Ahnung. Ja, dann mich hier sofort wieder rausschickt. Ähnliches gab es auch mal an der Advent. Komm schon, das weiß ich. Ah ja, Bremerhaven. Da haben sie mich auch nicht hingelassen. Also erst kam ich dahin, aber ach, auf dem Schild steht Verladung. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, Verladung, ob da irgendein Buchstabe fehlt oder so. Verladung. Ja, hier ist nämlich angeblich ein Sägewerk. Ja, Goldbeck GmbH Sägewerk. Ja. Ne. Von daher, beziehungsweise ja, ob das hier wirklich ein Sägewerk ist. Hier steht Lachheim. Ne, Lachem. Ich gehe mal näher ran. Forstbüro. Aha. Hier ist also ein Forstbüro. Und ja. Ich darf hier jetzt leider nicht rein. Und ja, ich. Es sind nur zwei Anlagen. Ich gucke mal. Ich habe vorhin einen Weg gesehen, aber ich glaube, ich werde den nicht hochlaufen. Nee, werde ich glaube ich nicht mehr. Es ist auch schon verdammt spät geworden. Und oh, hier wurde mal Bäume gefällt, wie ihr seht. Und da kommen sogar Autos rausgefahren. Lol. Da seht ihr, die dritte.
Boreas. Da steht gar nicht Vestas, obwohl Vestas Anlagen sind, lol. Seht ihr? Da steht gar nicht V-E-S-T-A-S. Vestas. Da steht Boreas. So heißt wahrscheinlich der Betreiber der drei Anlagen, rote Maschinenhäuser, rote Rotorblätter und in einer bestimmten Höhe rote Leuchten am Turm. Meine Hand kommt ins Zappeln, ich nehme mal die andere. Ja. Von daher, ich habe da gerade ein Auto rausfahren sehen, aber ja, von dem Gelände, aber ich weiß halt nicht, wie lange das Tor jetzt noch auf ist. Nicht, dass ich da nachher eingeschlossen bin. Auch wenn ich gern einmal an das Windrad hier wollte, aber naja, kann ich jetzt nichts mehr machen. Ist vorbei, naja. Westfalen-Wesernetz. Ja, Westfalen-Wesernetz nimmt hier wohl auch den Strom ab von den Vestas oder was? Dass das Ganze hier mit diesem Trafohäuschen verbunden ist und von da geht's dann ins Umspannwerk, wer weiß. Aber dahin komme ich jetzt nicht mehr. Und da es jetzt auch so spät ist, hau ich jetzt ab nach Hause. Keine Vorschläge nehme ich mehr an heute Abend. Es ist bereits gleich 6 Uhr und also 18 Uhr und ja. Die trudelt, sieht genau in die Lücke zwischen Turm und Rotorblatt, wird größer. Okay, jetzt steht sie wieder. Da zwischen den Bäumen ist noch die dritte zu sehen. Tut mir jetzt leid, Freunde, aber Indra 2011 macht sich dann mal vom Acker und rauscht den Berg runter, den er vorhin mühevoll hochschieben musste, weil es einfach zu steil war. Da kommst du mit dem bloßen Fahrrad nicht rauf, da brauchst du ein Auto. Und da musst du richtig aufs Gas treten, damit der Motor genügend Umdrehungen macht, um, sage mal, da hochzukommen. Ja. Ne? Wird dann ordentlich Sprit verbrauchen für eine kurze Zeit, aber es ist halt sehr steil da. Von da bin ich gekommen und ja, statt Vestas steht da Boreas. Ja, Vestas Boreas endet beides mit S. Ha, lol. Ja. Ja, das sind die, die wir vorhin von der E53 gesehen haben. Kein Scheiß. Na dann, Freunde, macht's gut. Es tut mir leid, dass es so verwackelt ist. Meine Hände sind nicht mehr die ruhigsten, nachdem ich da den Berg rauffahren musste, also hochschleppen musste und so. Bin ich leicht ins Zittern gekommen. Und ja, dann sage ich jetzt nochmal für alle, die es vorhin vielleicht ausgeblendet haben: Abonnieren nicht vergessen, Abo-Glocke dringend aktivieren und ja, schreibt gerne noch einen Kommentar, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Teilt das Video mit Familie, Freunde etc. Und wir sehen uns dann in einem neuen Video. Ciao mit V.